Das Leben hat sich verändert im Verhältnis zu vor 30, 40, 50 Jahren. Und es wird sich ja weiter rasant sozusagen entwickeln. Und das wirkt sich natürlich auch gesundheitlich aus. Die Menschen werden immer älter. Der Pflegebedarf in unserer Gesellschaft wird immer größer. Wir haben zeitgleich wirklich einen absoluten Fachkräftemangel. Aber auf der anderen Seite, wir wünschen uns das alle, dass wenn wir mal die Hilfe brauchen, dass dann jemand da ist, der uns hilft, der genau weiß, was wir brauchen und uns in allen Lebenslagen unterstützen kann. Man hört es überall, vom Pflegekraftmangel ist die Rede. Uns fehlen Pflegefachkräfte in der Praxis. Und wenn wir die Zukunft betrachten, den demografischen Wandel, werden wir in Zukunft noch mehr Pflegekräfte brauchen. Uns fehlt der Nachwuchs und wir brauchen, um die älteren Menschen versorgen zu können mit ihren multimorbiden Erkrankungen und ihrem hohen Pflegebedarf, dann auch mehr Fachkräfte in der Praxis. Also der Fachkräftemangel ist ein Riesenthema und das hat sehr viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Also gerade vor diesem Hintergrund Schichtdienst 24/7, ja, das sind Arbeitsbedingungen, die junge Menschen, wenn sie in den Beruf gehen, die leisten das noch, die können das leisten. Aber spätestens mit Übergang in eine Gründung einer Familie, diese Arbeitsbedingungen, die passen nicht dazu. Und das macht es schwierig. Und der Berufsaustritt genau an dieser Stelle ist natürlich hoch. Und natürlich von Seiten der Arbeitgeber braucht es kluge Modelle, die eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch deutlich besser erlauben. Das bedeutet, dass wir hier bei den Rahmenbedingungen auch einen großen Ansatzpunkt haben, wo wir Dinge verändern müssen, was im Moment allerdings ein Herkulesprogramm ist, wie wir sehen, weil selbst wenn Geld zur Verfügung gestellt wird, es gibt einfach keine Menschen, die ausgebildet sind und die diese Stellen füllen könnten, sodass eine große gesellschaftliche Herausforderung sein wird, wie wir die Attraktivität dieses Berufes erhöhen. Und das werden wir mit unterschiedlichen Dingen tun müssen. Und einer davon ist sicherlich die Bezahlung, aber ein viel wichtigerer sind die Rahmenbedingungen, unter denen Pflege stattfindet. Das versucht man auf verschiedenen Ebenen anzugehen. Und man hat auch festgestellt, dass man viele Hilfskräfte in der Pflege durchaus auch einsetzen kann. Wenn wir jetzt aber viele Hilfskräfte haben, das heißt, die sind weniger qualifiziert, brauchen wir auf der anderen Seite aber auch besonders hochqualifizierte Pflegefachpersonen, die nämlich dann auch genau die Aufgaben entsprechend verteilen können, die diese Personen supervidieren können, die anleiten können. Das ist eben da auch notwendig. Und genau da setzen wir an. Das heißt, dass nicht nur wir viele Fachkräfte brauchen, sondern wir brauchen auch einen Anteil der Fachkräfte, die akademisch qualifiziert sind. Das heißt, sie haben wissenschaftliche Fähigkeiten erlernt und können die pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis einbringen. Wir brauchen mehrere Möglichkeiten, das kann nicht der einzige Weg sein, aber es ist ein Weg, dass wir gerade die jungen Leute gewinnen, die engagiert in diesem Beruf etwas bewegen wollen. Und diese mit den Fähigkeiten auszustatten, mit den Kompetenzen auszustatten, auch wirklich im Berufsfeld etwas zu bewegen. Und wenn wir es schaffen, dort Mitarbeiter auszubilden, die dann wirklich mit viel Freude in dem Beruf arbeiten und dort auch arbeiten wollen, dann haben wir einen kleinen Lösungsansatz für das Problem. Damit wir zukünftig eine stärkere Patientensicherheit erreichen können, damit wir mehr Versorgungsqualität erreichen können, ist es eigentlich ganz logisch, dass wir Pflegebildung eben upgraden aus der Berufsfachschule an die Hochschule. Und mit dem neuen Pflegeberufegesetz haben Hochschulen erstmals die Möglichkeit, ein Pflegestudium anzubieten, innerhalb dessen die berufszulassenden Prüfungen stattfinden. Das heißt, für die Kollegen aus Fulda und uns war es selbstverständlich, Studienprogramme jetzt anzubieten, die die berufszulassenden Prüfungen integrieren.
Und das ist ein absolutes Novum in Deutschland, dass die hochschulische Pflegeausbildung jetzt komplett in Verantwortung der Hochschulen ist. Das heißt, wir sind verantwortlich für sämtliche theoretischen und klinisch-praktischen Anteile und führen unsere Teilnehmerinnen zum Staatsexamen mit akademischem Abschluss. Das ist komplett neu. Dieser Studiengang ist sehr praxisorientiert. Sie üben hier das, was Sie dann am Patienten durchführen, was Sie in der Praxis durchführen und können das vor wissenschaftlichem Hintergrund reflektieren, was Sie dort tun am Patienten. Das heißt, Sie können das Berufsfeld entwickeln, auf den Stationen, in den Abteilungen, in den Wohnbereichen. Dort sind natürlich ganz konkrete Konzepte zu entwickeln, wie die Arbeitsbedingungen verändert werden können. Und da muss man eben wirklich up to date sein. Und was gerade in dem Studium besonders wichtig ist, mir auch besonders wichtig ist, dass man lernt, sich immer wieder auf einen neuen Stand zu bringen und immer wieder zu wissen, wo komme ich an diese Erkenntnisse heran und wie kann ich die einschätzen im Hinblick auf die Wichtigkeit zur Umsetzung in der Praxis. Wir geben Impulse aus der Theorie. Die Studierenden kommen in der Regel aus der Praxis, sodass wir hier immer in einem Diskurs auch in Bezug auf die Anwendung sind. Was davon geht nicht. Wir alle haben einen Praxisbezug. Wir bemühen uns um Praxiskontakte, um die Praxis eben auch hier reinzuholen. Und ich glaube, das prägt sehr auch das Miteinander und das Klima hier, wie wir lernen und lehren. Und da nehmen wir die Studierenden wirklich als sehr offen wahr, als sehr engagiert. Und die haben sich auch sehr bewusst dieses Studienmodell so ausgesucht. Die Neugier auf Begegnung, die Neugier auf Kennenlernen, auf in Beziehung gehen, das möchte ich vermitteln. Das ist das, wofür ich brenne und das sowohl in der Pflege als auch in der Pädagogik. Sehr klar zu sagen, ich unterstütze Menschen in ihrer Autonomie, in ihrer Bildung, in ihrem Entwicklungsprozess und ich bin neugierig, ich frage und ich möchte diese Menschen kennenlernen und sage, komm, erzähl mir, wer du bist und dann schauen wir, was wir zusammen tun können. Und wenn ich das schaffe, diese Idee, diese Lust am Menschen weiterzugeben, dann habe ich, glaube ich, ein großes meiner Lehrziele erreicht. Denn was wir brauchen, sind gut ausgebildete, qualifizierte Pflegekräfte, die in der Pflege engagiert arbeiten und damit gute Pflegequalität erzeugen. Was wir aber benötigen, ist auch eine Politik, die das Ganze unterstützt. Ich finde, das hat irgendwie ganz hoffnungsfroh angefangen, als der Applaus von den Balkonen kam für die Pflege. Aber ich finde, das ist leider schon wieder versunken. Man hat es schon wieder vergessen, wie wichtig die Pflege war. Und eben zu sehen, der Applaus allein reicht nicht, sondern man braucht wirklich eine fundierte Unterstützung, um diesen Beruf weiter voranzubringen, wenn man es eben mit einer guten Gesundheitsversorgung ernst meint.